Winner or Loser? Pedag Imprägnierer lassen Sie nicht im Regen stehen. Mit der richtigen Imprägnierung ist es einfach, Schuhe und Oberbekleidung wirksam zu schützen. Durch sie perlen nach dem Vorbild der Natur Flüssigkeiten von der Oberfläche ab. Staub und Schmutz können ebenso nicht in das Material eindringen. Die zu imprägnierende Fläche sollte sauber und trocken sein, um aus ca. 30 cm Entfernung gleichmäßig besprüht zu werden. Dabei darauf achten, dass die Oberfläche nicht durchfeuchtet wird. Wiederholung erhöht die Schutzwirkung. Ideal sind 3 Anwendungen. Nach etwa 20 Minuten Trockenphase Glattledermaterialien mit einem Lammfell-Polierhandschuh polieren oder alternativ eine Rosshaarbürste benutzen. Die Fasern von Rauleder mit einer geeigneten Bürste aufrauen. Zur Veranschaulichung des Schutzeffektes benetzen wir das zuvor imprägnierte Stück Leder mit Wasser. Die abgeklebte Stelle wurde nicht imprägniert. Das Wasser perlt von der imprägnierten Oberfläche ab, während die nicht imprägnierte Stelle die Feuchtigkeit aufsaugt wie ein Schwamm. Beim Imprägnieren gilt, nicht viel, sondern regelmäßig. Die Anwendung spätestens wiederholen, wenn der Schuh an der Spitze oder der Ferse nass geworden ist. Doch verlassen Sie sich nicht darauf, dass ein neuer Schuh bereits ausreichend geschützt ist. Auch vor dem allerersten Tragen muss jedes Paar imprägniert werden. Neben dem vorgeführten Hochleistungsimprägnierer für Leder und Textil umfasst das Pedag-Sortiment folgende Spezialisten auf identischer Wirkstoffbasis. Für Fettleder empfiehlt sich der Pedag-Wachsimprägnierer. Er schützt, nährt und pflegt das Leder in einem Schritt. Für Rauleder eignet sich besonders das Pedag-Rauleder-Spray, das in 3 Farbrichtungen erhältlich ist. Speziell für Nähte und Ledersohlen gibt es den flüssigen Pedag-Nässeschutz, der ohne Treibgas ideal für die Reise oder die Anwendung in geschlossenen Räumen ist. Und übrigens, unsere Imprägnierer arbeiten mit der innovativen und umweltfreundlichen C6-Technologie, sind frei von schädlichen PFOS und PFOA und schon so Mensch und Natur. Pedag fühlt sich gut an.